So. Ja. Ja. Wir machen das jetzt zum Ratespiel. Wo bin ich? Und was mache ich eigentlich hier? Das ist meine Sondersendung zu Bretterbude, Knoppi TV. Nee, genau. Doch, euer Knoppi TV, kannst du ruhig sagen, alles gut. Ich bin ja bei Frank Knoppe, Knoppi TV kennt ihr vielleicht auch. Der junge Mann hat hier alles Mögliche schon gebaut und die Bretterbude sollte dem einen oder anderen Simpson-Fan wirklich im Gedächtnis sein. Hallo. Mir ist es das im Gedächtnis und ich bin gerade zu Besuch und wir machen hier mal so ein ganzes Kurzinterview, ein ganz kleines und schauen einfach mal, ja genau, du hast hoffentlich ausführliche Fragen vorbereitet, um euch irgendeinen Einblick. Ich bin gespannt, das ist eine ganz spontane Session, weil ich gerade in der Nähe war, habe ich hier mal einen Besuch abgestattet und abgefahren. Ich finde es cool, mal hier zu sein, schon in einigen Videos gesehen. Ja, und erzähl. Ja, war sehr überraschend gewesen, dass du hier aufgeschlagen bist. Ja. Hat mich sehr gefreut. Bin jetzt gerade ein bisschen überfordert, weil ich meine, hallo, der Jan. Hallo. Die Lichtgestalt. Genau, die Lichtgestalt. Pass auf, das arretierst du dich hier drin vielleicht. Ne? Uah. Ja, genau. Ja, hab's schon nicht viel auf dem Kopf. Jan, wo du schon mal hier bist. Na los, jetzt kommen die Fragen. Da steht ein Moped. Ach, das ist das letzte Moped, was ich noch habe. Ah, hier, das ist so ein Simson-Moped, oder? Genau. Hier die Zweitakter sind das. Genau, Zweitakter, 50 Kubikzentimeter Zylinder von Langtuning. Oh, sehr gut. Das, ist, also, das ist sehr sympathisch, ja. Auspuffanlage von Langtuning, AOA2, glaube ich, war das. Ja. Die da verbaut ist. Und mit der habe ich tatsächlich ein kleines Problem mit der Abstimmung. Okay, was macht's? Ich habe, ist ein 50er Sportzylinder. Ja, okay. Ja, der drin ist. Was für ein Kolben? Ein Ringkolben. LDPA, Barikit? Weiß ich nicht, das war damit zu. Okay, gut, okay, wir haben Kolben, gut. Wir haben Kolben, genau. Das ist schon mal gut, sind alle beide gut, aber trotzdem hilft das manchmal beim... Dann den Vergaser-Umbauset von euch. Ja, okay. Und eine 75er Hauptdüse habe ich jetzt drin. Okay. Die Nadel habe ich ganz runtergestellt. Luftfilterumbau? Luftfilter, genau. Der Tuning-Luftfilter, der große. Welcher? Nicht von uns, oder? Nee, das ist von ZT-Tuning, dieser Liebe Zuhörer, das ist ein sehr gutes Thema. Nichts gegen ZT-Tuning, um Gottes Willen. Ich nehme auch die Namen von anderen Firmen in den Mund und ich habe wirklich kein Problem, weil es gibt ganz viele Simson-Tuner, die auch gutes Zeug machen. Und ich kann da jetzt nicht sagen, dass jetzt ZT-Tuning-Luftfilter schlecht oder gut ist. Der macht genug Luft für einen großen Motor. Du hast einen Fehler gemacht. Die Luftfiltermatte ist viel zu groß. Das Ding kannst du damit nicht abstimmen. Wenn ihr euch einen Sportzylinder kauft... Moment. Aber eigentlich ist es doch so, dass... Genau, eigentlich. Ein tolles Gespräch, ja. Ja, eigentlich ist es doch so, dass ich versuchen muss, maximal Luft in den Verbrennungsraum zu kriegen. Oder ist das falsch? Ich überlege gerade, wie ich das erkläre. Es ist ja grundsätzlich so. Eine Verbrennung besteht ja daraus, dass man eine gewisse Menge Brennstoff hat. Dahin gucken. Eine gewisse Menge... Ich rede ja mit dir. Ja. Hallo. Also eine gewisse Menge Brennstoff haben wir, ja. Eine gewisse Menge Luft und damit eine gewisse Menge Sauerstoff. Und wenn dieses Verhältnis genau stimmt, macht's Peng. Okay. Mhm. Wenn wir jetzt aber zu viel Luft haben und zu wenig Benzin, macht's nicht gut Peng. Also wenn wir eine größere Düse rein, oder? Das ist auch sehr einfach. Und bei welcher Drehzahl beim Auspuff und warum weißt du das so viel besser als ich? Weißt du nämlich nicht. Ist ja nicht schlimm. Also ich will dich jetzt nicht... Nein, ist okay. Alles gut. Also. Das wird witzig hier. Ja, nein, ich finde es sehr ernst. Das ist aber ein sehr interessantes Thema. Also, so laufen übrigens Kundengespräche öfters ab, weil genau das passiert. Leute kaufen sich einen Sportzylinder und machen einen großen Luftfilter rein. Das ist ein Fehler. Das ist aber so, dass wir das früher auch probiert haben. Was wir jetzt machen könnten, damit du das Ding abstimmen kannst, wir könnten mit Panzertape den Luftfilter mal richtig zukleben, dass nur ein Loch übrig bleibt, was vielleicht so 3x3 cm ist. Oder vielleicht sogar bloß... Also Originalgröße, sage ich mal. Ja, oder sogar ein bisschen kleiner, weil der Schaumstoff von dem ZT-Tuning-Luftfilter lässt ein bisschen besser die Luft durch als diese Gitterwabe. Okay. Und das Loch zukleben und du wirst sehen, auf einmal lässt sich abstimmen. Das ist genau das Problem. Man bekommt zu viel Luft und das Problem ist, bei dem Sport die geringe Drehzahl mit der Hauptdüse und allem, was der Sport kann, ist dafür abgestimmt, dass er mit dem originalen Luftfilter am besten läuft. Okay. Und nicht mit dem Tuning-Luftfilter. Und deswegen bekommst du nicht abgestimmt. Okay. Für euch jetzt nochmal zur Erklärung. Ich habe also die große Filtermatte jetzt dran und Vergaser, hatte ich gesagt, eine 75er Hauptdüse habe ich drin. Das passt, ist gut. Und wenn ich jetzt Gas gebe, ich drehe den Gashahn ein Viertel auf, kommt er gut, ziehe ich auf, ist er ein bisschen schwach. Trotzdem habe ich eben hinten am Auspuff ziemlich große Verbrennungsspuren. Das heißt also, es läuft hinten aus dem Auspuff richtig raus.
Also eigentlich würde ich ja sagen, die Hauptdüse ist zu klein. Jetzt könnte man, also ich habe in dem letzten Video schon mal eins gesagt. Wichtig ist bei allem Rechnen und allem Denken die Empirie. Das heißt also die Erfahrung, das Ausprobieren. Okay. Und das Ausprobieren ist wirklich das Allerwichtigste. Und ich kann dir sagen, egal was du für Bockstürze machst, es wird nicht funktionieren. Mit dem Sport einen kleinen Luftfilter fahren, mit einer 75er oder 80er Hauptdüse, je nachdem, wo man sich in Deutschland befindet, macht auch einen großen Unterschied. Okay. Weil wir haben ja auch mehr Sauerstoff oder wir haben eine höhere Höhe, wir haben eine tiefere Höhe, Luftdruck ändert sich und so weiter. Deswegen ist der Unterschied so zwischen 75 und 80 geht es immer. Ich habe teilweise Mopeds mit 70 abgestimmt, dann war aber die Kerze halt schon ganz schön hell. Ja. Das ist dann schon ganz schön gefährlich, dass der Motor kaputt geht. Aber einen kleinen Luftfilter am Sport, 100%ig, mit dem AOA 100%ig. Du wirst es nie abgestimmt bekommen mit dem großen Luftfilter. Okay. Und da brauchst du gar nicht drüber nachdenken, woran das liegt. Ja. Das habe ich auch selber manchmal weggelassen, weil ich einfach weiß, es geht nicht und so funktioniert es. Also Luftfilter klein machen, funktioniert es. Okay. Hast du Panzertape da? Irgendwo, ja, habe ich. So, dann kleben wir jetzt Panzertape drauf und machen noch eine Probefahrt, und du wirst sehen, es geht. Auf zum nächsten Take. Wir nehmen euch mit. Okay. So, jetzt machen wir im Prinzip wirklich nur, ne, ich will jetzt, wenn ich jetzt wieder sage Russisch, das sagt wieder jemand, ich habe gegen irgendeinen Völkerstamm was, aber ich sag mal so, wir machen es sehr vereinfacht. Ja, also ich tue jetzt ja wirklich mal, ich achte mal nicht auf die Optik deines Mopeds. Ich tue jetzt einfach mal die Luft hier richtig zuschnüren, dass nicht mehr so viel Luft reinkommt. Einfach nur, damit das Ganze gedrosselt ist. Und du bist gespannt? Ja, weil ich dachte wirklich, je mehr Luft, umso besser ist die Verbrennung. Nee. Das ist ein großer Luftfilter. Nee. Da hast du falsch gedacht. Das denken ja viele. Und das ist das Problem übrigens. Das tritt auch ganz oft auf in der ganzen Abstimmerei. Dass halt Leute fragen, na Mensch, was ist denn da passiert? Und es geht nicht. Und ich hab doch. Diese Fragen beantworten sich ja sehr oft. Deswegen ist es auch gerade wieder ein wichtiges und interessantes Video. So. Und so. Ist das so klein? Ja. Du hast recht, ich habe gar keine Ahnung von dem, was ich mache. Ja, genau, das stimmt. So. Okay. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie viel ich die Fläche zugemacht habe. Und jetzt machen wir noch eine Probefahrt, würde ich sagen. Ne? Ja, jetzt machen wir das wieder zusammen. Und dann müssen wir testen. Und dann fährst du mal die Straße hoch und runter und sagst dann hoffentlich, wow. Ja, okay, auf geht's. Wieder zusammenbauen. Fahr jetzt los, ja? Schwung! Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. Seid bereit. Immer bereit. Ist die Aufnahme drauf, dass ich gefahren bin, oder? Ich habe auch die Aufnahme drauf, wo du gefahren bist. Ja, wie war's denn, Frank? Ich bin sprachlos. Sie verschluckt sich nicht. Also vorher war es ja, ich habe ein Viertel aufgedreht und dann richtig aufgedreht. Dann hat sie sich verschluckt. Kurz für einen kleinen Moment. Und jetzt ist sie läuft. So ganz los, keine Probleme. So einfach kann es manchmal sein. Sie läuft akkurat. Ja. Also, wenn ihr Probleme mit eurem Simson-Moped gehabt, wegen Einstellfragen oder so. Weißt du, was ich letztens gehört habe? Da hat jemand gesagt, Mensch, du machst das aber souverän, du solltest das beruflich machen. Habe ich auch schon überlegt. Ja, aber ehrlich, ich bin total begeistert. Sie läuft hervorragend jetzt, nimmt Gas an, verschluckt sich nicht. Genau. Jetzt kann die Vergaser richtig. Genau. Machen. Und das ist halt auch nochmal die Sache, da kann ich euch auch nochmal ein kleines bisschen ins Gewissen reden. Wenn ihr also bei einem Tuner was kauft, da geht es nicht dabei darum, ob ihr das bei uns kauft oder bei allen möglichen anderen, ich nehme die Namen jetzt nicht alle in den Mund, dann vergesse ich wieder jemand's eingeschnappt, möchte ich nicht. Aber ihr versteht, was ich meine. Der Tuner macht sich dabei einen Kopf darüber, wie er das abgestimmt hat. Und das kann immer anders sein. Das heißt also, die Menge an Luft zu der Abstimmung von Zylindervergaser, Auspuff, Zündung, das hat einen Zusammenhang. Und das ist jetzt ein Zylinder von uns gekauft, eine Luftfiltermatte von CT, die ja nicht schlecht ist, aber die einfach für den Zylinder viel zu viel Luft durchlässt. Jetzt haben wir gesehen, ich habe es nur mit Klebeband zugeklebt und auf einmal läuft das Ding. Und das macht einen riesen Unterschied. Und genau das ist das Ding, das kannst du jetzt auch so lassen notfalls. Ich persönlich, ja. Ja, ich habe die Matte rangemacht, weil ich dachte, okay, der Zylinder ein bisschen mehr, kriegt ein bisschen mehr Luft, läuft da vielleicht noch ein bisschen besser. Und jetzt denken die Leute bestimmt, wir haben das abgesprochen, das war wirklich spontan, das ist kein Spaß. Ich habe dir Frank vorher gesagt, stell mir einfach mal irgendeine Frage oder mehrere. Und hier sind wir raus. Oh, was will ich denn jetzt sagen? Oh Gott. 50 Millionen Fragen im Kopf und keine bringst du auf den Punkt. Aber das hat sich dann wirklich so spontan gerade ergeben. War gut, oder? So, und ich glaube, wir müssen jetzt langsam los, oder? Genau, jetzt gibt es hier Abflug. In diesem Sinne, ich hoffe, euch gefällt das Video. In diesem Sinne, sportfrei und bis nächste Woche. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao. Und kauft euch ein paar Schuhe. Nicht wie ich.